immer eine Lösung zu finden. Ne? Ihr seid schlimm bei dir. Aber siehst du, so ergänzen mein Bruder und ich uns. Naja. Nee, auf jeden Fall war eine coole Unterhaltung, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, was ich mir bei euch mitnehmen kann, ist wirklich, man muss, jeder muss, man muss lesen. Man muss sich belesen. Hä? Ja, Peter, genau, richtig. Auf der Suche nach der Wahrheit machen. Ja, wegen deinem Namen mache ich mir ein bisschen Sorgen. Was in Holland, mit Mokro und Holland, dann kommen mir schon komische Gedanken. Mokro macht ja. Nein, weißt, nein, Mokro, der hat sich einfach nur genannt, weil der Marokkaner ist. Ja, genau. Genau. Das ist mein Sahbi. Das ist mein Sahbi. Genau, Sahbi. Ich hoffe nur. Du bist links, ne? Ja, aber. Warte mal, du kommst aus Nador, ne? Ja, ja. Ja, was bedeutet Atem Radetus? Atem Radetus? Keine Ahnung. Atem Radetus. Vergessen? Das Wort am Ende heißt vergessen, aber das andere weiß ich nicht. Ja, heißt... genau, du sollst das vergessen, was du da. Ja, mhm. So ähnlich, genau. Atem Radetus. Das sagen so die ganzen Berber, sagen das immer. Die ganzen Immersirren, ja. Berber ist ja eine Beleidigung. Ja. Weißt du ja, ja. Berber ist ja eine Beleidigung. Ja, ihr wart ja ursprünglich überhaupt gar keine Muslime, ihr wart ja alle ein Berbervolk. Und der Mohammed und die ganzen Sahabe haben eure Länder auseinandergenommen, ne? Also TikTok sportlich. Nein, du musst so wissen, wir sind, glaube ich, das einzigste Land, gell, oder so, dass wir von dem Osmanischen Reich gar nicht über Dingsmus. Wir waren schon Muslime so. Weißt du, was ich meine? Nein. Die Gelehrten geben das heute zu. Nordafrika wurde gewaltsam übernommen. Deine Vorfahren wurden alle gewaltsam. Bitte? Von wem? Von den Muslimen der damaligen Zeit. Aber welche Muslime? Weil du weißt ja, als sie ausgewandert sind aus Saudi-Arabien, sie haben ja angefangen, Territorien nach und nach zu erobern. Du musst dich mal auseinandersetzen mit der islamischen Geschichte. Der Islam hat sich mit Schwert verbreitet. Und das wissen die Gelehrten. Das wissen alle. Ja, mit dem Osmanischen Reich. Das weiß ich ja auch. Aber ich meine, das Osmanische Reich hat uns ja in Ruhe gelassen, weil wir waren schon Muslime. Nein, ihr wart nie Muslime. Marokko war nicht muslimisch, islamisch. Ihr wart alles ganz andere. Genau. Ja, die Türkei war ja ein christliches Land. Und ja, Die Türkei wurde zum Beispiel vom Osmanischen Reich wurde ja erobert, richtig? Ja, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Lesen und sich Wissen aneignen, auf jeden Fall. Weil ich habe gemerkt, wenn man wenig Wissen hat, kann man nicht gut argumentieren und das ist schlecht. Ja, genau. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, nicht, dass du dir dann Wissen aneignest und dann auch in Irak landest, da, als Jihadist. Ich kannte mal einen, der hat zu mir gesagt, ich habe ihm diese Quellen auch gezeigt und da meinte er zu mir, auf einmal war der so wie gewechselt. Da sagt er zu mir, ich sag dir eins, ich werde diese Sachen, was du mir jetzt gesagt hast, prüfen und wenn das stimmt, bin ich morgen in Irak. Okay. Das ist die Gefahr. Dass du dann herausfindest, diese ganzen Sachen mit Dschihad und so ist ja Bestandteil des Islams. Und dann, wenn du Glauben hast, wenn du denkst, ja, das ist Gott, verlangt das von mir, dann wird es ganz schnell gefährlich. Ach so, das meinst du, Reza? Nein, Reza, soll ich was sagen? Guck mal, ich bin gerade nicht der Jüngste und ich weiß auch auf jeden Fall, damit du nur Bescheid weißt, ich weiß, dass es im Islam sowas gibt, also dass wir uns verteidigen sollen und dass wir auch in einen Dschihad gehen sollen. Ich sag auch nicht, dass wir nur Eier, Freude, Friede, Kuchen haben. Nein, das habe ich nie behauptet. Ich meine jetzt nicht nur Verteidigungsdschihad, sondern Offensiven. Genau. Da muss ich mich noch schlau machen, da ich ehrlich, aber ich weiß auf jeden Fall... wenn die Kack am Dampfen ist, dann ist halt, ja, das ist scheiße dann. Dann muss halt jeder zu seiner Religion stehen. Das ist mir auch klar, 100%. Aber so ansonsten, so was ich damit meine, ist, wir sollen hier in Deutschland, ich rede jetzt von Deutschland, wo wir auch leben, wir sollen echt im Frieden leben, uns nicht aufhetzen lassen, weil zu was bringt das denn? Ja, aber ob deine Religion das so sieht, mein lieber Mokro, dass du in Deutschland friedlich lebst, ob da Mohammed andere Sachen gesagt hat, das ist, ne? Ich hoffe nur nicht, dass du bei der Wahrheitssuche auf einmal, ne? auf einmal anders bist. Wie gesagt, nicht. Egal. Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut, cool mit euch gewesen, live mit euch gesprochen zu haben. Und segne dich, mein Lieber.
Du weißt ganz genau, wir lieben dich und wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass du zum Herrn Jesus Christus findest. Und, wir, ja. Und ich wünsche euch, dass ihr inshallah wieder zum Islam kommt. Nein, um Gottes Willen. Denkst du, wir kommen zu einem, zu einer Religion, wo der Gründer des Islams die Frau von seiner Fiktion wieder... Wir haben doch respektvoll geredet. Das ist doch egal. Auf jeden Fall, ich wünsche euch alles Gute, gell? Und ja. Gott, danke dir. Danke dir. Dankeschön. Ciao, mach's gut. Ja, das ist die Gefahr an mir, ne? Du sagst zwar immer, ja, prüf mal die Quellen und das ist, was ist, wenn die prüfen und auf einmal sehen, oh, das ist so. Du hast recht. Also los geht's mit Nackentherapie. Das ist gefährlich, sehr, sehr gefährlich eigentlich. Dankeschön, auch, ne? Danke dir, Dankeschön. Sabrina, hallo? Du bist rausgegangen. Hä? When I with the Cut Night Joe. Das ist auch immer, wenn dieser Hut kommt. Ich habe den Trend gemacht mit Cut Night Joe. Oh Mann, der macht halb NPC, ne? Halb NPC. Warum machst du nicht deine Sheikh-Tracht anziehen? Ja, gleich, wenn ich in Fahrt bin. Ja, okay. Die Dosierung reicht noch nicht. Yeah. Dankeschön, danke ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familien. Möge euch das 10-millionenfache zurückgeben, ihr Wundervollen. Hallo? Ja. Hallo. Grüß dich, Marcello. Marcello? Ja, Marcello. Ja, dann nicht. Ist irgendwie die Verbindung komisch heute. Irgendwie bleibt alles stehen manchmal. Ja, ab und zu bleibt alles stehen. Hört man mich? Ja, man hört dich. Ich wollte einfach nur fragen, wie es euch geht, euch beiden. Alhamdulillah, Jesus, uns geht's gut. Echt? Okay, das freut mich. Das freut mich. Das war's? Ja, das war's. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, mir geht's gut. Dankeschön. Wenn du den Sheikh Abu Amir siehst, wie der so strahlt, dann geht's dir sofort besser, ne? Auch wenn der Tag schlecht war, ne? Natürlich, er strahlt richtig. Egal, du musst lächeln, du musst das alles weglächeln, mein Lieber. Natürlich, das zieht an auf jeden Fall, ja. Ja, wunderbar, danke, Kusi. Das guck mal, die Bären sind am Tanzen. Guter. Nein, Joe, von Bären. Stark, stark. Kusi, das danke dir, Kusi. Halt. Ich werde hier noch zum NPC-Check. Ach so, ja. Ich habe Angst, dass die Leute auf einmal alle sich verlieben. Das geht nicht. Du bist George Clooney, das ist er. Ja, das ist so heftig. Ich bin er mit der Karte, nein, Joe. I'm with there in Londago. Wir müssen auch mal zwischendurch mal ein bisschen lachen, Leute, komm. Hallo. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Dankeschön, gleichfalls. Du, erstens, ich wollte sagen, ich finde dich sehr sympathisch und sehr unterhaltsam, aber Dankeschön, ich bin selber Jude und Dankeschön. Und ich wollte einfach mal nachfragen, also ich bin selber Jude, was du so vom Judentum hältst und wie du so sagst, ja, Juden sind so und so oder sind die Ungläubige oder wie sieht man das? Wir sagen nicht, Juden sind so und so, wir sagen, die Juden lesen nicht ihr Tanach und das Alte Testament. Um die ganzen Prophezeiungen sich durchzulesen, um das Ganze auch zu erkennen, wer der Herr Jesus ist und wozu diese ganzen Prophezeiungen da abgegeben wurden. Wofür denn? Wenn man es nicht mehr liest. Ne? Das ist das. Mhm. Und du als Jude müsstest dir eigentlich Jesaja 53 durchlesen und dir eingestehen, dass das absolut der Herr Jesus ist, der für unsere Schuld bezahlt. Alles klar. Ja, wollte ich nur Bescheid wissen, weil ich habe ja einfach keine Ahnung vom ganzen Thema Religion eigentlich.
Ja, ist ja nicht schlimm. Du kannst dich ja Genau. ganz neutral hinsetzen und schauen, was die Bibel über das Thema Messias sagt und wer der Herr Jesus Christus ist. Ob die Prophezeiungen auf ihn erfüllt sind? Ja, absolut. Alles Merk klar. dir einfach nur Jesaja 53. Merk dir das. Alles klar. Gott segne dich und Bis. deine Familie, mein Wundervoller. Alles klar, Dankeschön. Gleichfalls. Ciao, ciao. Dankeschön. Aber das ist eine Seltenheit, ne? Dass ein Jude kommt, ne? Das ist sehr, sehr selten. Ja, bei mir kommt alles. Bei mir ist international. Wahnsinn. Bei mir ist international. Achtet Gott bitte segne nicht euch alle, hier. ihr Wundervollen. Danke, Olli. Sehr guten Abend. Schönen guten Abend, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich. Hallo Reza, kennst du mich noch? Ja, natürlich. Ich wollte eigentlich nur eine kleine Frage stellen. Es ist ein bisschen merkwürdig, wenn ich das Wort Jahwe eingebe. Warum denn kommt immer das Dreieck in Google oder in allgemein in den Bildern? Danke, Olli. Das allsehende Auge. Wenn jemand Jahwe in Google ganz normal eingibt, kommt immer das Dreieck mit dem allsehenden Auge. Was hat das zu bedeuten? Nur so. Und das ist seitdem eben die katholische Kirche, das für sich beansprucht. Das ist aber eine falsche Art und Weise, eben Gott der Bibel darzustellen, weil wir wissen ja, dass Horus, der Gott oder Ra Horus im alten Ägypten auch unter diesem Symbol verehrt wurde. Das heißt also, wir dürfen uns keine Bilder machen vom Bist du schon Gott. mal in eine katholische Kirche reingegangen oder so? Ich bin noch nie, ich bin in keine Gemeinde, keine Kirche, ich glaube keine Päpste, keine Prediger, ich glaube nur Jesus. Ja, also du siehst das vermehrt, wie mein Bruder schon gerade eben gesagt hat, dass das vermehrt in katholischen Kirchen aufzufinden ist. Das allsehende Auge entweder an der Decke oder irgendwo an der Wand oder sowas, musst du mal drauf achten. Ne? Genau, deswegen steht auch zum Beispiel, lieber Lucia, auf dem Petersplatz, wo der Petersdom ist in Rom, Vatikan, da ist auch zum Beispiel ein Obelisk, ein ägyptischer Obelisk. Auch bei uns in der Schweiz, wenn ich im Bundes, ich war mal im Bundes, also wo das Bundesrat ist, in der Schweiz, wo die 7 Bundesräte sind, wenn man Ja. reinkommt, sieht man überall umgekehrte Kreuze. Reza, ist dir eigentlich bewusst, dass das Baby, dass wir alle geboren werden und den Namen Yahweh sagen, Reza? Weil der Hauch, Reza, der Hauch, Ja. ohne die Zunge zu benutzen, ja, weh. Verstehst du? Ja, weh. Der Hauch, der Odem. Jetzt auf mit dem Kurz. Reza, Ja. kannst du mal, vielleicht wenn du mal Zeit hast, würde mich freuen, wenn du einmal ein Video über diese Hulda Offenbauer im YouTube findest du sie. Machen So, kannst. ich wollte das letzte Mal, habe ich es vergessen, ja. Kannst du mir diesen Gefallen machen? Ja, wie hieß die oder der? Was ist das? Ist das eine Ich schreibe es Frau? hier. Ich schreibe es hier. Ja. Siehst du es? Ja. Sie behauptet, dass in der Bibel, ich habe nur ein bisschen reingeschaut, aber nicht lange, ich schlief gerade wieder rein, weil ich dachte, ich bin schon genug crazy und die spinnt total. Sie behauptet, dass der Gott des Alten Testament, also Jahwe oder Adonai oder Elohim, wie er hieß, das Alias Satan wäre. Nein, Weil nein, nein, nein. der Das ist, ja, dann weiß Gott ich, wohin die Reise. Das ist Gnostizismus. Das ist Freimaurerei, Gnosis. Da musst du Abstand halten. Das ist der Ja, Angriff des ich habe Teufels mich auf abgeschaltet. Ich habe Gott. sofort abgeschaltet. Aber nachher geht weiter. Sie sagt, sie behauptet, dass in der Bibel 2 verschiedene Jesus kommen. Ja. Und danach sagt er, Jesus hat ja gesagt, es ist vollbracht. Er muss nicht wiederkommen. Und dieser Jesus, der kommt, der ist eigentlich von den NWO. Die Offenbarung wurde so geschrieben, das ist der Plan, der Vorgang für die NWO. Aber ich habe nicht alles genauso begriffen. Ich dachte, sie spricht. Ja, warum? Weil eben das eine falsche also eine falsche Auslegung von Offenbarung ist. Offenbarung Kapitel 6 kommt ja der Antichrist. Und
Der ahmt ja, der kopiert ja den Herrn Jesus Christus nach. Okay. Und die denken, das sind zwei Jesusse, aber es ist nur ein Christus, der kommen wird, und ein Antichristus, der kommen wird. Es sind zwei verschiedene Messiasse. Einmal der falsche Messias, der Antichrist, der bald kommen wird, in Israel auftauchen wird. Und einmal der wahre Christus, der wieder vom Himmel herunterkommt auf die Erde, um das tausendjährige Friedenszeit. Nein, sie sagt im Johannes, ich weiß jetzt nicht, wo genau geschrieben steht, im Johannes, glaube ich. Ja. Da, wo Jesus wieder zurück zum Vater geht, wo er sagt, da, wo ich hingehe, kennt ja den Weg. Und er geht ja, dieser Jesus geht ja wieder mit den Wolken zurück. Und so wie er gegangen ist, so kommt er wieder zurück. Oder so, ja. Er sagt, genau. Dieser Jesus ist der falsche Jesus. Nein, das ist nein, das ist Satan. Das ist genau so. Kannst du bitte trotzdem ein Video machen, weil viele Leute schauen sie zu. Das, ja. Würde es mir gefallen. Also ich glaube hier nicht eigentlich. Ich habe gar nicht so groß, aber ich fand es einfach krank. Und die Leute haben das so gefeiert. Ja, ja. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Das ist eine esoterische, gnostische Verdrehung des Evangeliums und des Herrn Jesus Christus. Deswegen heißt es ja auch in Galater 1, wenn ein Engel vom Himmel herabkommt und euch ein anderen Evangelium verkündet, oder einen anderen Jesus, den wir euch nicht verkündet haben. Der sei verflucht. Er sei verflucht, und das habt ihr auch gut ertragen, dass ihr nicht diesen falschen Jesus angenommen habt, sondern bei dem Jesus im Leben seid, den wir euch verkündet haben. Es gibt tausende Jesus. Der Islam hat einen Jesus, aber das ist ein falscher Jesus. Mhm. Die Esoteriker haben einen Jesus Christus. Ja. Und die Esoteriker verehren einen Jesus Christus, der ein Guru war in Indien. Der nach, also von Jerusalem nach Indien gegangen ist und durch Meditation zu so einer Art göttlichen Meister aufgestiegen ist. TikTok hat auch einen Jesus, ich glaube Barella, oder wie hieß er? Ja, genau. Ja, das ist ihr Messias. Du, ihr Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, der Barello faked Krebs, faked seine Abschiebung, und die Leute trauern ihm auch noch hinterher. Das kannst du dir nicht vorstellen, das ist so krank. Krebs vortäuschen, und die Leute sagen noch, oh, der arme Barello, er soll mal wiederkommen. Unglaublich, ne? Wie abgestumpft die Gesellschaft ist. Anhand des Beispiels von Barello sehen wir, wie abgestumpft die Menschen sind. Seht ihr das? Keine Ahnung, die Leute mögen ihn einfach. Alles klar. Ich habe keine Frage mehr. Ich lasse euch. Okay, durch. Gott segne dich, mein Lieber. Dann hole ich den nächsten rein. Mach's gut. Ja. Ciao. Könnt ihr mit Pierre Vogel live gehen? Der Pierre Vogel kommt doch nie mal. Mein Bruder und ich, wir würden sogar in seinen Stream gehen. Aber der lässt uns doch gar nicht rein. Der lässt noch nicht mal zu, dass wir eine vernünftige Diskussion führen. Der kann ja ruhig 5 Minuten reden, dann kann er uns 5 Minuten reden lassen. Wo ist das Problem? Das macht er nicht. Der sagt, ich will MMA-Fight mit Ex-Muslim haben. Ein Friedensaktivist. Das ist der Typ, der sagt, er ist Friedensaktivist, aber will nur Gewalt anwenden. Sagt es mir ins Gesicht. Aber der ist doch irgendwo sympathisch. Ne? Dass ich bei den Kuffar einschleppen. Ja, Boxer halt, und ist halt so sympathisch. Ne? Seine ganze Art und Weise ist auch irgendwo sympathisch. Aber ich weiß ja trotzdem, ne, dass er auch eine andere Seite hat. Und ist nicht so sympathisch. Ja. Ich muss mal kurz weg. Ja, kein Problem. Bis gleich. Ja, bis gleich. Und ihr könnt auch antreten. Ihr großer Mäuler. Ihr könnt das Maul im Internet antreten. Einfach antreten. Einfach antreten. Sag es mir ins Gesicht. Ich will mich bei den Kuffar einschleimen. Sag es mir ins Gesicht! Vier Punkte ist der Hälfte. Das will niemand sehen! Das ist so heftig. Was nichts bringt. Und ihr könnt auch antreten. Das ist so heftig, ne? Wir müssen
müssen die Dawa auf die Straße bringen. Wir müssen die Dawa zu den Menschen bringen. Wir müssen die Dawa in jedes Haus bringen. Wir müssen die Dawa überall hinbringen. Wir können keine Blockhütte im Wald bauen, wo wir Dawa draufschreiben und dann warten, bis irgendeiner sich verläuft. Das müssen die Leute kapieren! Das müssen die Leute endlich kapieren! Ich ging kaputt, ey. Das ist so heftig. Ey. Das kannst du keinem erzählen, ne? Da sagt der, der, wer war das nochmal, der... Ah, der ist auch vor kurzem gestorben. Wie hieß der nochmal? Der so ein Schriftsteller, da sagt er, damals hätte man solche Leute noch wie Pierre Vogel abgeholt und sie in die Zwangsjacke gesteckt. Heutzutage dürfen die noch predigen. Das ist so krass. Ja. Ja. Ich würde gerne mit dem Pierre Vogel ein bisschen reden, ne? So ganz respektvoll, einfach nur ganz normal, ein bisschen austauschen. Aber der hat ja einen übelsten Hass, ne? Der hat den übelsten Hass, ne? Er weiß, dass seine Schrift ihm ja auch sagt, ihr sollt mit den Juden und Christen auf die beste Art und Weise streiten, ne? Aber bei mir macht er so eine Ausnahme und will am liebsten Gewalt anwenden, ne? Ja. Ja, weil ich dem Islam sehr, sehr hier in Deutschland, Österreich und Schweiz zu schaffen gemacht habe, ne? Ich habe Dinge hervorgebracht, was die Imame und Shiuchs die ganze Zeit geheim gehalten haben vor der breiten Masse. Und ich habe diese ganzen Themen genommen und sie an die breite Masse gebracht. Cut night joke. NPC-Sheikh. Schönen guten Abend, wie geht's? Guten Abend, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Mir geht's gut. Alhamdulillah, Jesus, wie geht's dir? Mir geht's auch fantastisch. Ich habe ein paar Fragen, weil ich habe jetzt das, die vier Evangelien mir durchgelesen. Und da habe ich einige Fragen, weil sich die vier Evangelien so dermaßen widersprechen, hätte ich gern ein paar Fragen an dich. Nein, sie widersprechen sich nicht. Das eine Evangelium, wie soll ich das erklären? Wenn ein Evangelium etwas auslässt, so füllt das eine Evangelium das wieder aus, verstehst du? So ist das. Es ist gar keine Widersprüche, sondern das eine Evangelium, wenn das eine Geschichte erzählt, die eine nicht hat, so wird diese Geschichte gefüllt mit dem anderen Evangelium. Sonst würde es ja nur ein Evangelium geben, richtig? Nee, für mich ist es halt so, dass wenn ein Zeitungsreporter ein Fußballspiel sieht, oder sagen wir fünf Zeitungsreporter, und alle fünf schreiben was anders, hat es jeder mit seiner eigenen Sicht gesehen, weißt? Und so sehe ich das Evangelium auch. Ich habe jetzt zum Beispiel die Kreuzigung von Jesus gelesen und das ist so ein Widerspruch, also es ist ein brutaler Widerspruch. Also einmal ist es ja so, als Jesus von Pontus Pilatus zu Herodes geschickt wurde, hat Herodes kein Interesse an ihm gehabt. Er hat gesagt, ich sehe keinen Fehler, was er gemacht hat, weil sie gesagt haben, er hat Gotteslästerung gemacht. Sie haben ihn zu Pontus Pilatus zurückgeschickt. Pontus Pilatus hat auch gesagt, was hat er gemacht? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Und die Juden wollten ja, dass man ihn kreuzigt. Und man hat ihn dann gekreuzigt. Und am Ende kam es ja so, dass Jesus in der 6. Stunde gestorben ist oder 9. Stunde. Das sage ich doch, das ist kein Widerspruch. Die Zeitangaben sind keine Widersprüche, sondern es geht nach der jüdischen Zeitrechnung. Die hatten doch kein 24-Stunden-System. Es geht nicht um die Uhrzeit. Pass auf, ich meine. Du hast es doch gerade erwähnt. Ich bin noch nicht fertig. Also abends wurde anscheinend war dann Jesus abends tot und nächsten Tag kam dann der Josef von Arimathäa, den kennst du ja, oder? Der Reiche, yeah. Geschäftsmann. Yeah. Und hat dann gefragt, ob er ihn mitnehmen kann. Das haben die dann gemacht, ja, einen Tag später. Das heißt, 10 Stunden war vergangen zu der Zeit, wo Jesus gestorben ist, zum nächsten Tag. Und er hat ihm ja ein Grab, eine Grabhöhle machen lassen und wollte ihn da reinsetzen. Ja. Anscheinend haben sie es auch gemacht, aber es gab überhaupt gar keine Zeugen. Am nächsten Tag kamen dann die Pharisäer zu Pontus Pilatus und haben dann gesagt,
dass Jesus gepredigt hat, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Und wir wollen das nicht zulassen. Nachher steht er wirklich auf und dann stehen wir dumm da. Bitte tu Wächter vor seinem Grab stellen und dass das nicht passiert. Pontius Pilatus hat dann gesagt, okay, er hat seine Wächter hingeschickt. Die Wächter haben nicht einmal in das Grab reingeschaut, haben das Grab versiegeln lassen. Und somit ist für mich, wenn ich auch dann sehe in den anderen Evangelien, Markus, Johannes und Lukas-Evangelium, steht was ganz, ganz anders. In einem sagt sogar im Markus-Evangelium... Ich glaube, du verdrehst gerade ein bisschen was. Ne? Du verdrehst gerade sehr viele Sachen und weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ne? Das ist das Problem. Nein, so steht es drin. So steht's drinnen. Du musst halt nochmal lesen, aber so steht es drin. Im Markus-Evangelium sagt dann Pontius Pilatus, was, er ist schon tot. War schon so früh gestorben. Also er hat ja gar kein Interesse an Jesus richtig gehabt. Deswegen glaube ich nicht mal, dass Jesus in der Höhle war. Und was glaubst du denn? Ich glaube, dass Jesus nicht in der Höhle war. Ich glaube nicht, dass Jesus gekreuzigt war. Glaubst du, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist und auferstanden ist? Nach der Geschichte, was ich gelesen habe im Neuen Testament, glaube ich es nicht. Okay, alles klar. Der größte Bibelkritiker unserer Zeit, Bart Ehrmann. Er ist kein Christ, der ist der größte Bibelkritiker aller Zeiten, der sagt, der minimale Fakt, dass er unter der Autorität von Pontius Pilatus gekreuzigt wurde, ist der bestbezeugte historische Beweis, den wir haben aus der Antike. Wie willst du denn ihn dann auf einmal widerlegen? Ja, aber Bart Ehrmann hat sie ja oft auch widersprochen und er sagt, das ist das Neue Testament. Aber das ist ein Konsens unter den ganzen Gelehrten. Das ist das ja. Die anderen sagen ja was anderes. Bei der Kreuzigung gibt es keine Diskussionen. Er wurde unter der Anordnung von Pontius Pilatus gekreuzigt. Guck mal, ich gehe jetzt von mir aus. Mir ist es egal, was Bart Ehrmann sagt. Ich tue das neutral lesen. Mir ist egal, was Muslime sagen, was Juden sagen, was Christen sagen. Ich tue das neutral lesen. Nach meiner Meinung ist Jesus nicht gekreuzigt worden, sondern ist abgehauen. Ja, widerspricht das den ganzen Gelehrten und den historischen Fakten? Das kannst du nicht alles wegerklären. Dann tut es mir für dich leid, dass du deine Augen verschließt vor den historischen Fakten. Ja, so aber lest doch mal das ganz. Wir ganz haben ja auch außerbiblische Quellen. Reicht es dir, wenn ich dir Tacitus zitiere? Er sagt, Jesus Christus wurde von Pontius Pilatus gekreuzigt. Reicht es dir, wenn ich den jüdischen Feldherr Josephus Flavius zitiere? Historisch belegbar. Amir, mir ist es doch egal, was glaubst du es dann oder möchtest du weiter in deine Augen verschließen? Nein, ich glaube es nicht, weil ich das nur glaube, was ich lese. Okay, siehst du, ich glaube es nicht, also lehnst du historische Fakten ab, dann kann ich ja mit dir bis morgen Abend reden. Bringt nichts. Okay, jetzt frage ich dich. Fakten, es gibt Beweise. Wir haben jetzt außerbiblische Beweise, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Ich nehme das ist das den bestbezeugteste Ereignis der Antike. Ich nehme das den Beweis des Neuen Testamentes, was ich lese. Und in diesem Neuen Testament ist für mich eindeutig, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde. Okay, du glaubst ja dem Neuen Testament doch nicht. Du hast doch gerade mir gesagt, ich glaube nicht an das, was das Neue Testament sagt, weil es widersprüchlich ist. Weil es nur in deinem Kopf widersprüchlich ist. Wir haben aber außerbiblische Quellen. Unterschiedliche Historiker, die dasselbe sagen zu dem Ereignis. Jesus Christus wurde gekreuzigt. Und selbst im babylonischen jüdischen Talmud steht das drin. Ja, das ist mit der christlichen Brille. Ich bin neutral und ich tue das neutral betrachten. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bring dir historische Fakten und die lässt du auch aus Acht. Ja, aber ich habe ja einen freien Willen. Ich muss ja nicht. Ja, okay, du hast einen freien Willen, aber du kannst doch etwas annehmen für dich. Ja, aber ich habe das so gelesen. Sag mir von abends bis morgens, was da passiert ist. Sie haben ihn mitgenommen. Ich habe dir doch gerade eben gesagt, okay, lass mal die Evangelien beiseite. Du hast zu mir gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Da habe ich zu dir gesagt, wir haben aber außerbiblische Quellen. Wir haben Historiker, die das eindeutig bezeugen. Also unterschiedlich voneinander entfernte Zeiten, die genau das Gleiche sagen. Darf ich dich kurz noch was fragen? Ja. Ja. Meine Frage ist, warum die Wächter nicht in das Grab reingeschaut haben, sondern es gleich versiegelt haben? Wie strohdumm kann man denn sein? Der hätte ja schon längst über alle Berge sein können. Ja, die haben den Herrn Jesus doch ins Grab gelegt und die Tür verschlossen. Nein, 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 nein. Er hat den Tod erlitten am Kreuz. Weißt du auch wieso? Weil der Söldner dem Herrn Jesus Christus an die Seite gestochen hat. Weiß ich, und ja, da und kam Wasser und Blut raus. Und genau, das ist ein Anzeichen, lässt du mich bitte reden? Das ist ein Anzeichen dafür, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Er ist nämlich erstickt. Und wenn du erstickst, wenn du eine Wunde hast, kommt dann Wasser und Blut aus dieser Wunde raus. Er ist nämlich gestorben am Kreuz. Also ich weiß nicht, ich habe gehört, dass wenn jemand stirbt, nicht bluten kann. Also so habe ich es gehört.
Und nochmal zurück zum Markus-Evangelium. Du kannst ja lesen, ob das stimmt. Du kannst ja lesen. Also auf jeden Fall sagt Pontius Pilatus, sagt was? Er ist schon gestorben. Also hat er gar kein Interesse an ihm gehabt, an Jesus. Der war für ihn uninteressant. Er war nur interessant für nur die Pharisäer haben ein Problem mit Jesus gehabt. Aber Pontius Pilatus hat überhaupt gar kein Interesse an Jesus gehabt. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, du bist ein bisschen verwirrt. Kann das sein? Warum? Ich habe das Neue Testament gelesen. Nee, du hast irgendwo irgendwas gegoogelt und dann kommst du hier mit diesen ganzen Sachen und bist total verwirrt und weißt nicht, wo oben unten ist. Lest mal dann auch das Lukas. Ich hab doch gerade eben zu dir gesagt, lass mal die Evangelien beiseite. Gut, du glaubst nicht an die Evangelien, du hast sie gelesen und du sagst, darin sehe ich nicht, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Wie kannst du aber den minimalen Fakt außer Acht lassen, dass Historiker unterschiedlich voneinander genau dasselbe sagen? Also da stimmt doch was nicht. Denkst du, die können sich absprechen untereinander? Ist doch Quatsch. Tacitus erzählt das. Josephus Flavius erzählt das. Wir haben noch andere Historiker, die das eindeutig belegen. Okay, meine nächste Frage ist, glaubst du mehr an Flavius oder an das Neue Testament? Glaubst du an das Neue Testament? Bitte, mach mich nicht wahnsinnig. Komm, ich habe keine Nerven für sowas. Bitte. Bitte, mein Lieber, komm. Ein bisschen müssen wir schon annehmen, komm, ehrlich. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich habe es verstanden, du glaubst nicht an das Neue Testament. Du hast es gelesen, du hast die Kreuzigung darin nicht gesehen, aber du kannst doch nicht die historischen Fakten weg erklären. Das ist doch Quatsch. Der jüdische Talmud redet davon. Tacitus, ein Geschichtsschreiber, redet davon. Der jüdische Feldherr, Josephus Flavius, redet davon. Und unzählige andere auch. Jesus Christus sagt selber in Offenbarung 1,18, siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben sogar die Aussagen des Herrn Jesus. Ist das heftig. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus ist auferstanden. Amen. Jesus hat den Tod besiegt, alle anderen sind tot. Jesus ist der lebendige Gott, das hat er bewiesen. Amen, Amen. Hallo. Hi, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Danke. Wann bist du konvertiert? Also ich bin auch Christ. Ich finde deine Geschichte echt krass. Wie lange bist du schon Christ? Ich bin nie konvertiert. Ich habe zum Glauben an den lebendigen Gott Jesus Christus gefunden. Das ist nicht konvertieren. Konvertieren tust du in eine Religion. Aber auf die Suche nach Gott gehen, ist der christliche Glaube. Ja, okay. Aber wann ist es passiert, meine ich? Ungefähr 2013 habe ich mich dann, 2013, 2014 ungefähr, habe ich mich dann bekehrt zum Herrn Jesus. Okay. Ja. Und du warst Moslem vorher? Genau, ich bin in einer islamischen Familie geboren. Meine Eltern sind Muslime und ich habe mich eines Tages dann mit meiner Religion auseinandergesetzt und wollte herausfinden, was es da auf sich hat. Und habe dann Dinge herausgefunden, die ultra heftig sind, ne? Und das teile ich ja jetzt mit allen auch, ne? Okay, krass. Das finde ich bemerkenswert. Ja, wirst du nicht angefeindet irgendwie, oder? Doch, klar. Man hat schon versucht, zweimal mich, ich kann das hier nicht äußern. Ja, ich weiß schon, ich verstehe. Aber da hat jemand etwas dagegen gehabt. Ja. Echt? Ja, ich bin der lebendige Beweis dafür, dass der Herr Jesus Christus lebendig und wahrhaftig ist. Dass die Menschen eine Entscheidung für ihn treffen müssen. Also du hast quasi Erfahrungen, persönliche Erfahrungen da gemacht. Nicht nur, sondern der Herr Jesus Christus hat mich vor dem Tod bewahrt. Das kannst du weltweit, okay. War das in den Schlagzeilen. Ne? Okay. Und was bist du für ein Landsmann? Ich bin Iraner, bin ich. Was? Iraner bin ich, Iraner. Ah, Iraner, okay, cool. Okay. Ja, hast du noch eine Frage, dann hole ich den nächsten. Nico? Ja? Hast du noch eine Frage, dann hole ich den nächsten.
Ich höre dich nicht gut. Warum? Ich weiß jetzt nicht, warum. Hast du noch eine Frage? Dann hole ich den nächsten ansonsten. Nee, passt erstmal. Dankeschön. Okay. Gottes Segen, mein Lieber. Dir auch, danke. Ciao. Ja, es ist natürlich... Danke, Isabel. Danke, Lenny. Möge der Herr euch segnen. Das ist natürlich kein leichtes Unterfangen. Ne? Diesen Weg, den ich mir ausgesucht habe, ist natürlich sehr, sehr heftig. Ich muss ja ständig damit rechnen, dass es jeden Tag mein letzter sein kann. Ne? Aber deswegen möchte ich euch Mut machen. Deswegen möchte ich euch wirklich sagen, haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Entscheidet euch niemals für den Islam oder eine andere Religion. Sondern ihr müsst Gott von ganzem Herzen, falls ihr noch keine Entscheidung für ihn getroffen habt, sucht Gott von ganzem Herzen und bittet ihn, sich euch zu zeigen. Und der Herr macht das auch. Der Herr liebt euch ja. Der Herr liebt uns ja so sehr, dass er bereit ist, uns auch entgegenzukommen. Versteht ihr? So, wer ist denn hier? Ich küsse dein Herz. I kiss your heart. Salam. Salam alaikum. Hörst du mich? Salam. Ja, ich höre dich, ja. Du sagst ja, dass dein Gott Jesus ist, ne? Ja, richtig. Doch wie kann dein Gott gekreuzigt werden? Also dein Gott wird gekreuzigt von Menschen, die Jesus, also dein Gott, erschaffen hat. Also wie passt das zusammen? Du widersprichst dich doch. Genau. Also dein Gott kann wieder gekreuzigt werden. Kann Gott alles bei dir oder nicht? Natürlich kann Gott alles. Warum fragst du mich dann sowas? Ja, aber er lässt dich doch nicht kreuzigen, Digga. Wer bist du denn, dass du Gott etwas befehlst? Ich befehle ihn ja nicht. Ich sag dir nur, was Tatsache ist. Du weißt ja auch nicht, wie ein Hund, du weißt ja auch nicht, wie ein Hund kriechen. Du hast ja auch zwei Beine, die du drauf gehen kannst, oder? Ja gut, aber du kannst doch nicht Gott sagen, was er zu tun und was er zu lassen hat, oder? Wer bist du denn? Aber guck mal, deine Aussage ist sehr schwach. Du sagst, dass Jesus Christus, a.s. dein Gott ist. Ne? Er ist auch dein Gott. Nein, Jesus ist ein Prophet von uns, einer der wichtigsten Propheten im Islam. Natürlich. Wie kann denn okay, warte mal kurz. Jesus wurde doch geboren, ne? Von Maria a.s. Ne? Ja. Also wird dein Gott geboren? Nein, der Mensch Jesus Christus wurde geboren. Aber du sagst, Jesus Christus ist doch Gott. Weil er schon in Ewigkeit Gott ist, Hebräer 13,8. Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Der Sohn Gottes existierte schon vor Anbeginn der Zeit. Johannes 17,4 und 5. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Verstehst du das? Oder? Das hat gar nichts damit. Du hast meine Frage gar nicht beantwortet. It's too complicated. Nein, du hast meine Frage nicht beantwortet. Das ist das. Nein, das Problem ist, du raffst gar nichts. Das ist das Problem. Du möchtest das auch gar nicht verstehen, ne? Was soll ich verstehen, wann es nicht die Wahrheit ist, Bruder? Ich will noch nicht verstehen, was nicht die Wahrheit ist. Weil das nicht die Wahrheit ist. Du weißt doch, dass dein Gott 99 Namen hat, der Allah, richtig? Ja, das stimmt. Einer dieser Namen ist Al-Haq, richtig? Ja. Darf sich irgendein Geschöpf auf der Welt, ein Mensch oder ein Prophet, die Wahrheit nennen? Wie? Natürlich. Der Prophet muss ja mit der Wahrheit kommen, damit die Menschen wissen, was Allah von denen will. Das habe ich nicht gehört. Okay, warum wurden dann Propheten auf der Welt geschickt? Warum? Hör mir bitte zu. Darf ein Prophet oder ein menschliches Wesen, irgendein Prophet oder ein menschliches Wesen, sich einer der 99 Namen Allahs geben? Nein, das darf er nicht. Okay. Falls er das macht, was macht er sich denn dann? Er sündigt. Nein, das habe ich nicht gefragt. Zu was macht er sich denn dann, wenn er sich zum Beispiel sagt, ich bin die Wahrheit? Was würde so mal bedenken, wenn ich sage, ich bin Al-Haq? Dann würde er sich als Gott sehr gut, siehst du. Habt ihr das gerade gehört? Er würde sich zu Gott machen. Wie gehst du denn mit der Aussage von Jesus Christus um, als er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Ana huwa tariq wa haq wa hayat. Ist das nicht einer der 99 Namen von Allah?
Das ist hart gestimmt, da hast du recht. Aber das, aber Bruder, das guck mal, du glaubst ja an die erste Testament bis zu letzter Neue Testament, nein, ne? Wir bleiben jetzt erstmal beim Thema. Hast du das jetzt gerade gerafft? Du hast gerade von mir eine kleine Demonstration bekommen und hast das genau verstanden. Wenn sich jemand den Namen von Allah gibt, so macht er sich Gott gleich. Du hast sehr gut geantwortet. Und so ist aber das. Aber kann er ja nicht. Jesus, das ist das ohne Beweis. Bitte. Jesus Christus gibt sich alle 99 Namen Allahs. Heftig, ne? Alle 99 Namen Allahs. Wer ist denn der König der Könige? Was meinst du? Gott ist König der Könige. Mein Herr Jesus Christus sagt, ich bin der König der Könige. Wo sagt er das? In Offenbarung 19,16. In dem Neuen Testament? Ja. Ja, warum gibt es denn ein Neues Testament? Weil das Neue Testament, das ist der neue Bund mit Gott und den Heidenvölkern, uns allen. Nein. Die eure Bibel wird umgeschrieben, ihr habt euch eure Religion leicht gemacht. Okay, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Dankeschön. Komm. Du hast deine Packung bekommen und jetzt kannst du. Gott sei Dank hat dir zugegeben. Seht ihr? Ich wollte nur ganz ruhig, habe ich gesagt, warte mal ganz kurz, wenn sich jemand einer den 99 Namen deines Gottes gibt, so was macht er sich denn dann? Ja, genau, zu Gott. Dankeschön, dann ist mein Herr Jesus Christus hat sich selber zu Gott gemacht. Vielen Dank. When I'm with the cat night. Danke, Cousin, danke euch allen. So könnt ihr die Muslime immer dingfest machen, wenn sie sagen, wo sagt Jesus ist Gott? Da könnt ihr das auf diese Art und Weise machen. Ja, Allah hat 99 Namen, Allah ist mal Husna. When I'm with the God, Nigel, when ich komme mit Allahs Show. Ja, also nochmal. Der Allah hat 99 Namen, Allah ist mal Husna, die wunderschönen Namen Allahs. Und jedes dieser Namen gehört ihm. Und kein menschliches Wesen darf sich einen dieser 99 Namen geben. Und komischerweise sehen wir, dass der Herr Jesus Christus sich alle 99 Namen des Herrn Jesus Allahs gibt. Somit macht er sich ja Allah gleich. Das war's. Knockout. Wo ist denn mein Bruder hin? Der ist nur stumm. Hallo. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, Bruder. Dankeschön. Bruder, du bist Iraner, so wie ich verstanden habe? Verstanden habe, ja, ich bin Iraner. Du sagst doch, Jesus hat sich die 99 Namen gegeben. Ja. Aber so viel ich weiß, ist allwissend auch ein Name vom Gott, oder? Ja. Jesus ist aber nicht allwissend. Natürlich ist er allwissend. Für mich ist er nicht allwissend, laut Bibel auch nicht. Doch, der ist immer allwissend, der Jesus. Er weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Ich weiß, Markus 13, 32. Also ist er nicht allwissend. Bitte? Also ist er nicht allwissend. Natürlich, der Jesus Christus ist allwissend. Du raffst das nur nicht, dass er dieses Sprichwort äußert hat, mein Lieber. Ja, okay. Du hast doch aber vorhin auch gesagt, niemand kann sich 99 Namen vom Gott sich selbst geben, oder? Richtig, ja. Mein echter Name wird, heißt Kerem. Du bist Iraner, du weißt, was es ist. Kerem? Ja. Ja, einer der Namen Allahs ist Kerem. Dann haben deine Eltern einen riesen Fehler gemacht, dass sie dich Kerem nennen. Kerim. Wo steht in Islam, dass man das sich nicht geben darf? Du kannst jeden Gelehrten fragen. Du darfst einfach nicht Allahs Namen irgendjemandem geben. Der Fehler besteht darin, dass ich nur Kerem heiße. Das ist korrekt. Ja. Benutzen darf, dürfen sie es jeder. Ah, also, okay, wenn da der Artikel nichts. Dann davor ist, dann darfst du das nicht mehr, ne? Al-Karim, ne? Nein, es geht nicht um den Artikel, sondern es geht einfach nur um Kerim. Wenn ich Kerim heiße, einfach nur Kerim, darf ich nicht. Das ist Sünde. Das ist einfach Bullshit von meinen Eltern. Da sind wir einer Meinung. Ja. Ne? Aber ja, okay, dennoch heiße ich Kerim. Aber, okay, warte, wenn sich Jesus Christus mit dem Artikel vorher gibt, macht er sich dann zu Gott? Er hat sich auch davon nicht zu Gott gemacht. Er das sagt doch selber, gehört, er sagt doch selber, der Gesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Ja, aber wie gehst du denn damit um, dass Allah ins
Wie gehst du damit um, dass Allah in Sure 57, Vers 3 sagt, ich bin der Erste und der Letzte, das ist mein Name. Und dann sagt der Herr Jesus Christus aber in Offenbarung 1, 18, ich bin der Erste und der Letzte. Al-Awwal wa Akhir. Okay. Was macht sich dann der Herr Jesus Christus in dem Moment? Der früheste Bibel wurde um den okay. Jahre... Okay, ich merke schon, zu was macht der Herr Jesus? Ne? Kannst du mir meine Frage beantworten oder was ist los mit dir? Ich habe keine Zeit für so einen Kindergartenhaufen. Das ist doch kein Kindergarten, wir debattieren einfach. Ich frage dich, wer ist der Erste und der Letzte? Bitteschön. Allah ist der Erste und der Letzte. Nicht Jesus. Der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Zu was hat sich Jesus Christus gemacht? Das ist doch gar nicht Jesus seine Aussage. Zu was hat sich Jesus Christus gemacht in Offenbarung 1,18? Kannst du bitte antworten? Warum müsst ihr solche Aussagen machen? Warum kann der Mann nicht das sein, was er vorgibt zu sein? Aber der gibt doch vor, Gott selber zu sein, die ganze Zeit. Er sagt aber kannst du jetzt, nicht ablenken? Nee. Du hast gerade gesagt, dass Allah der Erste und der Letzte ist. Dann habe ich dir gesagt, aber mein Herr Jesus Christus nennt sich der Erste und der Letzte. Zu was hat sich dann Herr Jesus Christus gemacht? Kann ich dich mal was fragen? Nein, du beantwortest das erstmal. Jesus hat das nicht gesagt. Okay, was, wenn ich dir beweise, dass er es gesagt hat? Kannst du nicht. Okay, warte. Hör zu. Und damit du warte bitte, du musst eine Bibelstunde von mir bekommen, ja. Welcher Bibel? Welcher Bibel? Schlachter 2000. Wahrscheinlich der Bibel, der um Jahre 300 irgendwas akzeptiert worden ist. Neben anderen 64 Stück. Hör zu, du Jail. Komm mal hin. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. War dein Gott Allah tot? Bruder, darf ich dir was fragen? Wann ist Jesus? Ich merke, du willst nicht antworten. Merkst du? Tschüss. Holen wir den nächsten rein. Da hat es ihm auf einmal wehgetan, ne? Dass auf einmal der Jesus Christus sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Fadi. Hallo. Hallo, Fadi. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Guck mal, der Jesus Christus meint doch, ich bin der Erste und Letzte, der meint doch, dass der erste und letzte Prophet ist, weil er ja noch nicht gestorben ist und wieder zurückkehrt, oder? Der sagt nein. Nicht, er ist Allah. Du hast den Tafsir nicht gelesen. Das ist genau wie. Doch. Du hast den Tafsir nicht gelesen, du verstehst das falsch. Mein Gott, mein Lieber, einer der 99 Namen ist doch Al-Awwal wa Akhir. Darf sich ein Mensch Al-Awwal wa Akhir nennen? Ein Mensch darf sich nicht Awwal und Akhir nennen, aber der meint, du verstehst das falsch. Du kannst gar kein Arabisch. Al-Awwal wa Akhir. Ja, unter den Propheten. Nein, er sagt, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kann das ein Mensch sagen? Ja, weil Jesus noch nicht tot ist. Also ja, der Prophet Mohammed hat gesagt, Jesus ist der letzte Prophet, also nach Jesus kommt keiner mehr. Ja, stimmt, der letzte Prophet, danke schön. Ja, der ist der letzte Prophet bis zum Yawm al-Qiyamah und dann doch. Bis zum Mohammed, sagt er, wie der letzte Prophet. Das ist so peinlich. Mohammed ist nicht der letzte Gesandte Allahs, aber Jesus lebt noch, ne? Und er kommt ja wieder. Und dankeschön, habt ihr das gerade gehört? Jesus lebt noch. 2000 Jahre ist er bei Allah, heftig, ne? Na klar ist das so. Seht ihr, ihr Lieben? Jesus Christus lebt, auch jetzt. 2000 Jahre ist er am Leben, ist bei Allah. Seine Seele wurde emporgehoben und er kommt wieder und dann, du kennst die Geschichte besser als ich. Okay, aber du willst das nur nicht zugeben. Mein Lieber, wenn Mohammed Habibullah ist, der beste Mensch, der je gelebt hat und der Siegel der Propheten, warum hat er das bei ihm nicht so gemacht? Ja, warum? Was ist das denn?
Wollen wir jetzt mit Allahs Plan spielen oder was? Guck, das, was du machst. Nein, ne? Aber warum macht er das denn bei Jesus? Du weißt doch, dass der Mohammed. Ja, aber hätte der das bei Mohammed sallallahu alaihi wasallam gemacht, hättest du was ganz anderes gefragt. Okay, fragen wir anders. Warum lässt der Mohammed durch eine Jüdin vergiften, aber Jesus rettet er vor dem Kreuzestod? Was? Was? Ich habe das gerade nicht verstanden. Durch einen Jüdin vergiftet? Ja, der Mohammed wurde durch eine Jüdin vergiftet. Er hat ein vergiftetes Schaf gegessen und dann ist er krepiert. Dann hat er gesagt, oh Aisha, ich fühle immer noch den Schmerz von dem vergifteten Schaf, das ich bei Khaybar gegessen habe. Es kommt mir so vor, als würde meine Schlagader durchtrennt werden. Das stimmt gar nicht, okay. Was du sagst. Was ist, wenn ich das beweise? Das ist nach deiner Auffassung so, aber das stimmt so gar nicht. Was ist denn, wenn ich dir das beweise? Wo beweist du mir das? Beweis mir das mal. Okay, schlag auf. Sahih Bukhari 44, 28. Warte. Ich warte hier auf dich, mein Lieber. Du kannst doch nicht mit Dr. Sheikh Abu Amir hier spielen. Warte. Hey. Ich bin da rausgegangen. Ja, vielleicht ist er deswegen rausgeflogen, weil er irgendwie ersuchen war. Nein, der kann ja rausgehen und dann bleibt er trotzdem hier drinnen. Der wusste ganz genau, dass der Hadith existiert und sein Prophet durch Gift verreckt ist. Das ist das TikTok-sportlich. Deswegen, ne, Jesus Christus zieht er zu sich empor, der Allah, aber lässt den Siegel des Propheten. Siegel des Propheten durch. Ja. Ja, ist alles eigenartig. Das ist der Beste, dieser Cut Night Show ist der Beste. Love for his love. Dankeschön, ihr Lieben. Danke von ganzem Herzen. Hallo, Amir. Hallo, Sascha. Gottes Segen. Gottes Segen auf dir. Dankeschön. Ich muss immer wieder lachen. Warum? Also, je später der Abend, desto besser die Gäste. Also super, muss ich wirklich sagen. Also, was ja immer wieder vergessen ist, ja, wie kann er gekreuzigt werden, ja? Da frage ich mich aber auch andersrum so, ne? Wie kann ein Mensch, ein sogenannter Mensch, ja, jemanden vom Tode aufwecken, wie Lazarus, ja? Habe ich auch ja, genau, gesehen. Das kommt auch noch dazu, ne? Das ist heftig. Vergessen die immer wieder, ne? Solche Sachen so halt eben, ne? Lazarus, steh auf. Ja. Kann doch ein Mensch oder nicht? Unglaublich. Ja, die sagen dann immer, das hat mit Allahs Hilfe gemacht, der Jesus. Also alle die Wunder hat er mit Allahs Hilfe gemacht. Nur das Heftige ist, wenn jetzt der Herr Jesus jetzt das Universum erschafft und das den Muslimen zeigt, wie er das Universum und die Menschheit erschaffen hat von Anfang an, dann würden sie sagen, ja, das hast du mit Allahs Hilfe gemacht. Also man sucht sie dann immer so aus, wie man es haben möchte. Ja. Die würden sagen, ja, der hat alles erschaffen, aber durch Allahs Hilfe. Du hast ihn gerade echt mundtot gemacht, also wo der gesagt hat, warum, da wusste er es nicht. Die Muslime haben ein Riesenproblem, weil der Herr Jesus sich alle 99 Namen Allahs gibt und somit sich Gott gleich macht. Ne? Und du kannst diese Aussagen des Herrn Jesus Christus auch nicht einfach so weg erklären, als er behauptet hat, auch präexistent zu sein in Johannes 8, 58. Ne? Ehe Abraham war, bin ich. Ne? Das ist, ne? Muss man ja auch erklären können. Der Jesus Christus ist also ewig. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Alpha und das Omega, du siehst, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und der letzte. Du musst dir mal eine, auf YouTube eine, du musst mal eingeben, Werner Gitt kennst du ja bestimmt, ja?
Ja, natürlich. Werner Gitt und Zahl 153. Dort erklärt er das Gleichnis am See Genezareth durch die Zahl 153 von den Fischen aus, dass diese mathematische Rechnung 888 rauskommt. Und durch diese Zahl irgendwie eine Berechnung durch das hebräische Alphabet, wie auch immer, sagt Jesus Christus, ich bin Gott. Amen. Amen, amen. Also das lege ich dir ans Herz, Werner Gitt, und gib mal einen Zahl 153. Und wirklich, der Werner Gitt ist einer der heftigsten Evangelisten, die wir überhaupt haben. Ne? Der ist spezialisiert auf die ganzen Atheisten. Das ist heftig. Der absolut, holt sich alle ab. Ich habe ihn ja live gesehen. Ich bin ja extra einmal 400 Kilometer gefahren, um den Mann zu sehen. Eines Morgens bin ich einfach hingefahren und da war ich auch in so einer Gemeinde, die war auch sehr konservativ. Das waren Mennoniten. Die waren auch so getrennt. Linke Seite halt eben Männer und rechte Seite Frauen. Das war alles sehr konservativ. Und ich war da noch in einer charismatischen Gemeinde. Ja. Jetzt alle zusammen. Tipp. Durch Reza habe ich ja auch sehr viel und auch durch Lothar Gassmann über so Charismatiker herausgefunden. Und ich bin ja jetzt halt eben, ich suche gerade so eine Gemeinde und die haben auch Zungenreden praktiziert und alles. Und manche sagen, ist von Gott, manche sagen, ist nicht von Gott und bringt dich auch sehr durcheinander und du weißt halt nicht, was richtig ist. Und ich weiß ja nicht, was ihr darüber denkt, über solche Gemeinden, die halt eben viel Party machen und umkippen und. Ne? Viel Party machen und umkippen, das hört sich sehr nach Ballermann an. Das hört sich sehr, sehr nach Ballermann an. Ballermann 6, ja genau. Gemeinde Ballermann 6. Nein, guck dir einfach ein paar Gemeinden an und dann wird der Herr Jesus Christus dir schon irgendeine Gemeinde geben, Cut Night Joe. Ich hab so ein Problem mit dieser Hut. Ich muss immer Cut Night Joe machen. Das ist gut, den müssen wir mal öfter posten. Ja, ich komme aus Wesel, ich weiß nicht, ob du Wesel kennst. Ja, klar kenne ich Wesel. Ja, siehst du. Ja gut, ich danke euch für eure Arbeit und ich schaue mir noch mal dich, Sascha. Euch auch, Dankeschön. Gottes Segen, ciao. Gottes Segen. Hier, der sieht doch sehr, sehr wundervoll aus. Mit Messer und so. Hey! Hey! Was geht's? Mir geht's gut. Und dir? Alhamdulillah, mir geht's gut. Mir geht's super. Das freut mich. Warum hast du so ein komisches Profilbild? Ah, das ist egal. Ich hab erstmal eine andere Frage. Du warst ja Muslim, Ex-Muslim, heißt du ja, ne? Ist erstmal zu Ende und dann kannst du reden. Mit vollem Mund reden. Das ist ein Kaugummi, so. Beruhig dich. Ja, spuck den Kaugummi okay. aus. Du bist Ex-Muslim, richtig? Ja, ich bin Ex-Muslim, ja. Also du bist als Muslim geboren, aber hast dann den Christentum angenommen, so. Ich habe nicht Christentum angenommen, sondern den Herrn Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland. Du hast den Herrn Jesus angenommen, okay. Richtig. Tierisch, okay. Kann ich kurz testen, ob du Muslim warst? Ja, mach mal. Okay. Wie viel Raka hat das Fajr-Gebet, Morgengebet? Das Fajr-Gebet hat 2 Raka. Okay. Der war gut, ne? Oh Mann, als ob man dann dadurch um dieses Wissen dann. Wenn man den Islam konvertiert, dann hat man das erstmal auch gar keine Ahnung von diesem Fajr-Gebet und Rakas und so weiter. Du hast die Schahada ausgesprochen und du bist Muslim. Muslim, das ist ja kein Test. Das ist doch kein Test. Danke, Cousinus, Gott segne euch alle. Das ist dieses TÜV, ne? Die kommen dann mit der TÜV-Plakette und dann sagen die, oh, okay, Dr. Sheikh Abu Amir war ein Muslim. Wenn er diese Zaubersprüche aufsagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Was, ne? So wie auch diese Tests da im Grab von diesen zwei Engeln, die mit diesen Fragen. Harut und Marut, ne? Ja, genau. Und dann musst du dir vorher auswendig lernen. Munkar und Nakir. Ja.
Und dann kannst du die auswendig lernen, die drei Fragen, und dann bestehst du die ja. Ja, du musst den Leuten das mal erklären, die wissen ja gar nicht Bescheid über diese Sache. Ja, im Grab, wenn einer stirbt, ne, dann kommen die zwei Engel, dann in den Grab, und die haben dann einen Riesenhammer in der Hand. Und die stellen die drei Fragen. Welche Religion hast du? Wer ist dein Gott? Und wer ist der letzte Prophet? Und wenn du diese drei Fragen richtig antwortest, dann hast du keine Strafe zu befürchten. Dann gehen die wieder. Wer wird Millionär? Das ist so, ja, diese 500.000 Euro Frage. Das ist diese Bingo. Ding, 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 ding. Ja. Aber was passiert, wenn du eines davon nicht weißt? Ja, dann ist Feierabend. Dann prügelt dieser kleine Munkar und dieser Naki sich in die Hölle, oder was? TikTok Sport. Nee, mit deinem Kopf, mit dem Hammer. Ja, sag ich ja, der haut so auf deinen Kopf, so runter mit dir. Ja, genau. Der haut dann mit diesem heftigen Hammer da auf deinen Schädel. TikTok sportlich. Und deswegen sollten alle vorbereitet sein auf die drei Fragen. Deshalb kannst du nicht mal zu Pierre Vogel gehen und sagen, wir möchten mit dir reden. Ich sage, schreiben alle hier Pierre Vogel, aber der kommt nicht. Ihr könnt ja alle gerne bei ihm kommentieren. Der wird euch alle blockieren, wenn ihr meinen Namen schreibt. Der lässt das nicht zu. Warum versteht ihr das denn nicht? Ja, das ist auch ein Monarch, ne? Der Pierre Vogel. Ja. Der praktiziert nicht auch alles, ne? Der möchte nicht nicht auswandern, um am Dschihad teilzunehmen, um die höchste Stufe des Paradies zu erlangen. Nein. Um den Gipfel des Glaubens zu praktizieren, ne? Die sechste Säule im Islam, ne? Die Dschihad. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa. Musti. Hey, Musti. Sag doch endlich ein Wort. Hier, Musti. Dr. Sheikh Abu Amir will reden. Und nicht beten. Oh, Musti. Wo bist du hin, mein kleiner Musti? Na nein, wahrscheinlich, wenn die so lange warten müssen. Ne? Oh, Musti. Wo bist du hin? Pierre hat keinen Bock. Ja, genau, der Pierre hat keinen Bock. Markus. Oh. Hallo? Hi, grüß dich. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, dankeschön. Danke. Ich finde es erstmal gut, auch dass du Christ bist. Ich wollte mich nur daran nochmal äußern, wegen den drei Einigkeiten. Ich bin auch Christ. Ich sehe das alles nur verschieden. Ich will halt da neutral mit dir da reden und sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen meine Stimme auch so. Okay. Genau. Warum glaubst du an die drei Einigkeiten? Weil Gott sich in der Bibel als dreieiniger Gott ausgegeben hat. Und das sehen wir schon in den ersten Versen der Bibel, wo Gott sprach, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich, nach unserem Bilde. Und Gott sprach durch sein Wort, sei und es ist und es wurde geschehen. Also er schafft durch sein Wort. Da haben wir schon Gott, das Wort. Und dann steht dort in dem nächsten Vers, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Du siehst also Gott, das Wort und der Geist. Schon in den ersten Versen der Bibel. Ja. Und du kennst ja Gottes Name. In den Urtexten, ich weiß, ob du dich ein bisschen mit den Übersetzungen da auch beschäftigt hast. Die Urtexten, da wird Gottes Name rund
7000 Mal in der Bibel erwähnt, weil der Name so ähnlich wurde. Ja, wurde in den meisten Übersetzungen durch Herr oder Gott ersetzt. Mhm. Aber du kennst ja auch das Vaterunser und du betest ja auch bei den Namen. Dein Name werde geheiligt. Und den Namen, den rufen ja die Menschen, also man soll den Namen ja auch rufen. Und du hast ja gerade den Namen gesagt, JHWH. Der wird ja so ausgesprochen ohne Umlaute, ohne. Das wird Yahweh ausgesprochen. Ne? Im Deutschen Jahwe oder Jehova. Und genau. Ja, warte mal, ich muss mal hier einen kleinen Typen hier stummen, der beleidigt übelst. Bachi Shevki, mach's gut. Tschüss. Stummschaltpaket auf ewig. Gott segne dich und deine Familie. Wie viel Keller auf der schreibt, der unglaublich. Genau. Und dann wird ja auch oft erwähnt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn auf die Erde schickt. Mhm. Deswegen nochmal, warum glaubst du an die Dreieinigkeit? Also macht es da nicht mehr Sinn? Was bedeutet denn Sohn Gottes? Was meinst du? Was könnte denn Sohn Gottes bedeuten? Ein ganz normaler Sohn, der ein Geistwesen davor in der im Himmel gelebt hat. Ne? Also Gott, in Gottes, sag ich mal, geistlichen Herrschaft, der dann einfach, er hat ja einen Grund gehabt, seinen einzig gezeugten Sohn auf die Erde zu schicken. Okay. Aus dem Ziel, was Gott für die Menschen vorgesehen hat. Gott hat ja für uns Menschen kein Tod vorgesehen. Er wollte ja von Anfang an, wo Gott Adam und Eva erschaffen hat, dass die Menschen für immer in einem Paradies leben, ein schönes Leben haben und eigentlich nicht sterben sollten. Ne? Ja, das ist der eigentliche Plan des Herrn gewesen. Nur der Satan hat natürlich Adam und Eva dann halt verführt. Aber was würdest du denn sagen, zum Beispiel, wenn der Vater den Sohn anbetet, würdest du sagen, das ist ja komplette Blasphemie? Ist gerade schwierig zu verstehen. Blasphemie ist für mich ein Fremdwort. Ich kann damit nichts anfangen. Ich finde es. Ich weiß, ob du das damit meinst, aber es macht für mich keinen Sinn. Ja, guck mal, mein Lieber. Du sagst, dass der Jesus irgendwie so nur so ein erschaffenes Wesen ist, das mit Gott da lebt. Würde einfach Gott, der Vater beispielsweise, ein erschaffenes Wesen verherrlichen und anbeten? Nicht falsch verstehen. Also ich sehe Jesus als sehr heilig. Jesus ist der König vom System. Du akzeptierst Jesus nicht, dass er der ewige Gott ist. Das ist das Problem, was du hast. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes, für mich sehr heilig. Und durch ihn leitet er die Gebete weiter an dem Allheiligen, wo wir es auch genannt haben, Jahwe. Wie ehrst du denn den Vater? Kannst du mir sagen, wie du den Vater ehrst? Indem ich versuche, so zu leben, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Aber was gehört dazu, den Vater zu ehren? Wie ehrst du den Vater? Mit was für Sachen in deinem Leben? Ich sage es mal so, Jesus wurde auch als Beispiel zu uns Menschen geschickt, dass wir auch versuchen, so zu leben, wie er gelebt hat. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ja. Wie ehrst du den Vater? Ehrst du ihn, indem du ihn anbetest, Lobgesänge für ihn machst? Oder wie machst du das? Wie ehrst du den Vater? Ich lebe, und indem ich mich zu ihm bekenne, dass ich mich zeige, ich bin Christ, ich glaube an seinem Sohn, ich glaube an seine Schöpfung, ich glaube an ihm. Lehren. Bedeutet auch ehren, ihn auch anbeten und ihn lobpreisen und alles das, was Gott gebührt? Selbstverständlich. Aha, siehst du? Und so heißt es in der Bibel, dass der Herr Jesus Christus sagt, wer mich nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Denn so wie man den Vater ehrt, so muss man den Herrn Jesus ehren. Soll ich das mal vorlesen? Ja, genau. Nee, doch, das ist es ja auch. Das sagt aber nichts aus. Du hast doch gerade mit deinen eigenen Worten zugegeben, dass Jesus Christus dann die gleiche Herrlichkeit genießt wie der Vater. Ja, weil es auch sein Stolz ist. Wenn du zum Beispiel einen Sohn hast, willst du dann nicht, dass dein Sohn genauso viel Ehre und Anerkennung bekommt wie du selbst? Aber hier geht es um Anbeten, wenn zum Beispiel der Vater den Sohn in der Gottheit, innerhalb der Gottheit anbetet. Kurze Gegenfrage. Hat Jesus einmal in der Bibel erwähnt, dass man ihn direkt anbeten soll? Die Jünger haben ihn doch angebetet. Wie? Die Jünger haben ihn doch angebetet. Na, die,
Die sollen, hat die Gebete doch angenommen. Er hat gesagt, ihr sollt mich in euren Gebeten erwähnen, damit er die zu seinem Vater weiterleiten kann. Na, woher sagt er denn sowas? Ich muss es, ehrlich gesagt, bin ich da ein bisschen unvorbereitet. Damit er sie zu dem Vater weiterleiten kann. Das ist genau. komplette falsche Lehre. Der Herr Jesus Christus sagt, was ihr mich in meinem Namen bittet, so werde ich euch geben. Ja, das ist ja in seinem Namen, aber nicht das direkt. Kann ein Mensch oder ein Normalsterblicher sagen, was ihr mich in meinem Namen bittet, das werde ich euch geben oder wird euch erhören? Das ist ja kein Mensch oder ein Normalsterblicher, das ist ja der heilige Sohn Gottes. Er sagt es ja so, weil das ist, wie soll ich das hier am besten erklären? Bist du Zeugen Jehovas oder was bist du? Ich habe mich intensiv mit dem Glauben beschäftigt. Ich bin jetzt kein direkter Zeuge Jehovas, aber ich befürworte auch teilweise auch das, was die glauben. Weil ich finde es gar nicht so verkehrt, deswegen. Und ich was warst du denn vorher, bevor du abgefahren bist? Ich bin ganz normal, ich habe Atheist, ich habe mich frei zu den, mich mit der Bibel beschäftigt, weil es viele verschiedene Religionen gibt. Habe ich jetzt keinen direkten Beschluss getroffen. Ich habe selber die Bibel studiert und versucht, ein eigenes Bild zu treffen. Und dazu habe ich auch mehr. Hast du Johannes 1, Vers 1 und folgende nicht gelesen? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hast du das nicht gelesen? Natürlich. Erzähl weiter. Ja, das Wort war Gott. Das Wort ist Gott selber und Gott war bei Gott. Und Gott wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch. Einen Moment, ich muss kurz meine Übersetzung dazu holen. Also, ja, jetzt kommt er mit seiner Zeugen Jehovas Übersetzung. Nein, ich schaue die neutrale Weltübersetzung an. Einen Moment. Ja, neue Weltübersetzung ist doch Zeugen Jehovas. Ist doch von Zeugen Jehovas, oh mein Gott. Was hast du, von wem hast du diese neue Weltübersetzung bekommen? Von den Zeugen Jehovas? Nee, ich bin im Google gerade. Ich guck mal eine ganz, sag mal, in welcher Bibelübersetzung ich schauen soll. Schlachter 2000. Moment. Vers 1. Am Anfang war das Wort und bei Gott und das Wort war bei Gott. Und jetzt geht zu Vers 14, steht da, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Vers 14. Ja, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja. Gott ist selbst das Wort. Ja, aber da gibt es auch andere Übersetzungen, die sagen auch Nein, wir haben den Urtext, du kannst in den Urtext reingehen, da steht genauso da, wie es dort übersetzt wird. Die Zeugen Jehovas haben einen Artikel eingefügt, der dort nicht im Urtext vorhanden ist, denn es gibt keinen bestimmten Artikel im Dann kann man aber ehrlich gesagt sagt es mir auch nicht schlaggebend, dass Jesus Gott ist und Gott Jesus. Warum hat sich da dann er sich nicht klar definiert. Beispielsweise, erinnerst du dich? Gibt es einen anderen Retter als Gott? Kurze Frage. Gott ist ja der Retter. Ich tue es ja gar nicht bezweifeln oder verneinen oder falsch reden. Ich sage, wenn Gott der Retter ist, mein Lieber, wie kann dann Jesus Christus in Lukas 2,11 der Retter sein, der geboren wird? Für die Menschheit, das. Nur kurz. Kurze Frage, Gegenfrage. Erinnerst du dich hast du gerade in deinem Herzen gespürt, ne, dass ich recht habe, ne, dass der Jesus Christus der Gott des Einzigen ist? Nicht. Ich bin gerade selber nur ein bisschen unvorbereitet. Ich bin auch krank angeschlagen. Ich kriege selber schwer Luft und bin gerade sehr unkonzentriert. Sorry. Das hat nichts damit zu tun. Du kannst doch nicht verleugnen, dass Gott im Alten Testament in Jesaja 43,11 sagt, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Und dann sagt auf einmal der Herr Jesus in Lukas 2, also da wird gesagt, dass heute in der Stadt Davids der Retter geboren ist, Christus der Herr. Ja, ich will dich kurz was fragen. Lass mich doch mal ausreden. Beispielsweise an Jesus. Nach 1. Johannesbrief darf ich nicht mehr. Nach dem 2. Johannesbrief. Wir haben dir erklärt, wer der Herr Jesus Christus ist und das war's.
Der wird das nie checken. Darf man gar nicht es hochholen lassen. Wenn er sagen würde, ich bin kein Christ, ich bin Atheist und das habe ich so gelesen aus der Bibel, das ist kein Problem. Aber der ist schon reingekommen. Das heißt jetzt, er ist ein Werkzeug für die Gegenseite. Ja. Da sagt er auf einmal, ja, ich gucke mal in meine neue Weltübersetzung. Direkt in die Zeugen Jehovas Bibel. Diese verfälschte Bibel. Ja, ich habe schon direkt vermutet von Anfang an. Ja, ich habe das auch rausgehört. Ich dachte erstmal Ariana, aber dann, ja. Ariana Grande. Ariana genau, das sind die. Grande. Wir haben denselben Geist wie Ariana. Leute, Tipico, komm, nicht einschlafen. 3, 2, 1, jetzt die 500.000 voll machen. Eine Minute. Ich schlafe. Einfach trotzdem schlafen und einfach tippen auf das auf den Bildschirm. Ihr seid die Besten. Schöne gute Gabe und zeig mal. Gottes Segen. Gottes Segen, True Step. Ich habe eine kurze Frage. Kommt vielleicht ein bisschen komisch rüber, aber ja. Mein Sohn, der wird jetzt schon bald reformiert. Bei uns in der Schweiz. Okay. Nur, ich war ja letztes Mal schon bei euch in den Stream und ihr habt mir dann gesagt, wegen die katholische Kirche, dass das eine, ja, du weißt, was ich meine? Dass es nicht mit dem, also nicht direkt mit dem Christen zu tun hat, sozusagen. Oder bin ich da falsch? Ist es eine falsche Aussage? Ich weiß gar nicht, wer dein Sohn war und was. Ja, also der Herr Jesus sagt uns ja nicht, wir sollen reformiert werden. Oder Konfirmandenunterricht besuchen. Ne? Der Herr Jesus verlangt in Johannes 3, Vers 3, dass jeder Mensch von Neuem geboren werden soll. Und nicht Katholik werden soll oder was weiß ich was, Zeugen Jehovas. Von daher soll dein Sohn. Also ganz Lehre einfach, meine Frage ist einfach, ist das etwas Gutes für meinen Sohn oder nicht? Nein, nein. Weil ich habe schon auch überlegt, gar nichts zu machen. Nein, dein Sohn muss erstmal raus aus der katholischen Kirche, zu Herrn Jesus kommen, die Bibel lesen und wiedergeboren werden nach Johannes 3, Vers 3. Und da, also dann bringt es gar nichts, dass er reformiert wird? Nein, nein. Das ist alles Menschengebote, Menschen. Er muss von neuem geboren werden. Tradition. Das wird dich nicht retten. Also das bringt das genau gar nichts. Nein. Okay. Erst wenn er wiedergeboren wird, dann wird er den Heiligen Geist empfangen und mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Und alles andere führt ins Verderben. Das ist Ablenkung. Also auch katholisch und reformiert ist das alles nur eine Ablenkung, mehr nicht. Ja. Okay. Wenn er die Bibel liest, von alleine wird er selber dahinter kommen. Da muss ich gar nichts erst viel sagen, der muss die Bibel lesen. Ja. Aber die katholische Kirche, die lesen ja auch die Bibel, oder nicht? Nein, die haben keine Ahnung von der Bibel. Die katholische Kirche zum Beispiel, viele Katholiken, die meisten Katholiken sagen, Jesus Christus ist nur der Sohn Gottes. Die haben gar keine Ahnung von der Bibel. Ach die so. Sagen, Jesus ist nicht Gott, sondern der Sohn Gottes. Also außerdem ist die katholische Kirche sowieso schon tot. Da sind in jede Kirche gehen sowieso nur ein, zwei Omas, die auch einfach mit dem Herrn Jesus gar nichts am Hut haben, die nicht wiedergeboren sind, sitzen da sonntags drin. Okay, okay. Ja. Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt war das auch wieder geboren. Nicht nur dein Sohn, ne? Mein Lieber. Ja, ich bin nur reingekommen wegen meinem Sohnemann, ja, weil ich mache mir ein bisschen Gedanken über ihn. Ja. Und ja, wie gesagt, wir sind auch mit drinnen in der Endzeit. Dass der Rückhalt ja. Es hört sich ein bisschen doof an, aber wir sind ja wirklich mit drin in der Endzeit und da mache ich halt mir schon ein bisschen Sorgen um meinen Sohn. Ja, und um dich auch, sollst du auch Sorgen machen, nicht nur um ihn. Ja, das ist so, aber mehr für meinen Sohn. Ja, du sollst auch keine Zeit verschwenden, ne? Der Herr Jesus wartet mit offenen Armen und deswegen sollst du so schnell wie möglich zu ihm kommen und dich retten lassen. Keine Zeit verschwinden. Aber jetzt kommt mir noch eine andere Frage in den Kopf. Ja. Wir sind ja mit drin in der Endzeit. Wenn es nachher soweit ist und mein Sohn noch nicht
Er kann ja gar noch nicht, er ist noch zu jung, zum etwas glauben. Wird er auch gerettet davon oder nicht? Wie alt ist er? Wie alt ist dein Sohn True Step? 6 Monate. Hä? Er ist doch gerettet. Als Baby getauft, oder was meinst du jetzt? Ja, wir gehen taufen. Ach so, ja. Bei der reformierten Kirche. Ach so, das heißt, er ist noch ein Baby und er wurde getauft als Baby. Und er ist immer noch ein Baby. Noch nicht, aber er ist noch ein Baby, ja. Ach so, jetzt. Das ist also sinnlos, den zu taufen, weil er gar kein Bewusstsein hat für Sünde, genau. Für den Herrn Jesus, da hat er gar keinen Glauben. Von daher ist es. Bei uns absolut. In der Schweiz machen wir das eben. Wir gehen taufen. Ja, Tradition. Das ist muss wegkommen. Das ist falsche Tradition, das ist nicht biblisch. Das ist auch falsch. Ja, natürlich, das ist falsche Tradition, ja. Das ist nicht biblisch. Der Herr Jesus sagt in Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, er wird errettet werden. Und wer der Jesus nicht glaubt, wird verdammt werden. Also der Glaube rettet nicht diese Taufe. Ja, okay. Und der Herr Jesus Christus sagt in Matthäus 18, dass das Reich der Himmel den Kindern gegeben wird. Ihnen ist das Reich gegeben. Ne? Okay. Da muss ich einfach keine Sorge machen um ihn. Nein, das ist gut. Der hat doch noch gar kein Bewusstsein. Genau, mach dir jetzt mal Sorgen um dich, ne? Weil du bist erwachsen. Ja, gut. Also, vielen Dank und schönen Abend noch zusammen. Danke dir. Gottes Segen. Ciao. Gottes Segen. Ciao. Der ist auf dir, Vogel ist live. Also ich, wie gesagt, mir ist es echt nicht bekannt, dass sie ein Land von der Kuffarherrschaft befreit haben. Schiiten in der Geschichte des Islam. Vielleicht gibt es das ja. Was meinst du, die Schiiten würden so gerne mit dem mal diskutieren, dass er sich mal dahin traut mit denen, ne? Aber macht er das nicht. Nein, der wird das nicht machen. Der hat Angst, sein Gesicht zu verlieren. Ja. Der will sein Gesicht bewahren. Das macht er nicht. Was ist das? Warum steht das auf einmal? Ein Gebot, was unter dem Mosaischen Bund dem Volk Israel gegeben wurde. Und damit haben wir im neuen Bund nichts zu tun. Ja. Der Jude steht auch im neuen Bund nicht mehr unter dem Gesetz Mose, sondern unter der Gnade Christi. Ja. Wir, die Gemeinde Jesu Christi, sein Leib, seine Braut, hat nichts mit den Geboten des alten Bundes zu tun, mit Sabbat etc. Wir haben damit nichts zu tun. Das ist nur ein Bund, was Gott mit Israel geschlossen hat. Und nicht wir. So, Leute, ich hole mal meinen zweiten Account hier rein. So, jetzt besser, ne? Ja. Leute, bitte einmal folgen, ihr Lieben. Messianische Juden sind zum größten Teil eine Sekte und sie leugnen zum Beispiel die Gottheit des Herrn Jesus Christus, die Trinität, halten Sabbat etc. Von daher muss man sich von dem fernhalten. Einmal alle Folgen. Kein wiedergeborener Jude sich messianischer Jude nennen. Ja, weil das Neue Testament gilt auch für die sogenannten messianischen Juden. Ja, und dann gilt es auch für die, dass sie wiedergeboren werden und nicht messianische Juden sind. Genau, ich schalte den auf stumm. So, jetzt ist gut, ne? Glaubst du, dass jemand so sehr gezüchtigt wird mit dem Tod? Glaubst du, dass jemand so sehr gezüchtigt wird mit dem Tod? Natürlich. Wenn jemand
in einer ganz, ganz schlimmen Sünde verharrt,